Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, wir stehen vor dieser verschlossenen Tür, beziehungsweise nicht mehr verschlossen, wir haben sie ja in der letzten Folge geöffnet. Und gucken mal, wie es weitergeht. Eine Truhe. Ah, jetzt haben wir hier die zweite. Erlaubt ihr? Ich könnte das machen. Wer braucht schon einen Schlüssel, wenn er einen Schurken hat? Nein, nicht Eisenseele ansprechen. Da, hier. Erledigt. Oh, ein großer Metallschild. Was jetzt? Gucken wir doch mal schnell, ob Eisenseele diesen großen Metallschild auch tragen kann. Nee, eins weiter. Ah, falscher Knopf. So, hier. Großer Metallschild. Metallener Großschild. Ah, 34. Ja, Verteidigung, nehmen wir doch den. Ha, jetzt sieht keiner mehr, dass wir eigentlich ein Magier sind. Sondern wir sehen, also bis auf die Kapuze. Aber, ja, wir greifen jetzt an. Also, beziehungsweise wir greifen nicht an, aber wir haben jetzt ja den Schlüssel, um da oben das Türchen aufzumachen. Wo wir vorher nicht durchkamen. Also ich hoffe, dass es jetzt hier das richtige... Ah ja, zumindest wird gespeichert. Das heißt, wir sind jetzt schon mal auf der richtigen Spur. Es ist getan. So, irgendwas sagt mir, dass da gleich Leute angestürmt kommen. Deshalb... kommt runter und hier, den schicken wir nochmal einen Feuerball entgegen. Oder auch nicht. So, dann machen wir hier mal ein brennendes Inferno für alle. Irgendwas sagt mir, dass der Aschegeist gegen Feuer immun ist. Dann ziehen wir den halt hier runter zu den Blitzen. Noch irgendjemand im Spiel? Nein, wir können schon looten. Perfekt. Und... ist sonst noch irgendwas hier? Nein. Da, die Feuerstelle. Das heilige Feuer. Das ist das heilige Feuer von Andraste? Ich habe keine Ahnung. Ups, das Mikro habe ich, glaube ich, gleich ein bisschen zu weit weg. So. Dann gehen wir mal weiter. Auf alle Fälle haben wir dafür einen Codex-Eintrag bekommen. Die Metalltür. Gegner voraus! Seid vorsichtig! Und... ja, komm, Bogenschützen, die laufen eh nicht. Direkt vor uns. Eine Falle. Direkt vor uns. Dann lauf nicht in die Falle rein, sage ich dann nur. Eine Falle. Direkt vor uns. Ich bin soweit. So, gut. Ich... jetzt lässt sich auch noch betäuben. Ich mache mal hier schnell die Fallen aus, damit mir keiner da reinläuft. Und einfach um die XP zu bekommen. Okay, weiter geht's. Können wir da noch ein bisschen Geld... also wir hätten natürlich auch das hier damit arbeiten können, nämlich dann hätten wir so einen schönen Bolzen reinhauen können. Oder war das die Falle? Ich weiß es nicht genau. Also so. Ach, wieder irgendein Safe-Punkt. Ein Aschegeist. Wie ihr meint. Ich werde es tun. Wird erledigt. Mal gucken, wie der hier schmeckt. Irgendwie ist es wie mit Granaten auf Spatzen zu schießen. Oder mit Flakgeschoss. Okay, was haben wir hier? Ein Aschegeist. Okay, können wir leider nicht mitnehmen. So, wo kommen wir hier hin? Eine weitere Tür. Mal gucken. Nö.
Für Vorsicht bin ich nicht zu haben. Ich stürme da einfach rein. Okay, dafür werde ich dann auch unterbrochen. So, wir haben doch noch hier irgendwo genau unsere Schocke. Da fühle ich mich immer wieder Imperator selbst. So, dann frieren wir da nochmal die Beine ein. Sehr schön. Das wird erledigt. Die Schlacht ist vorbei. Blitzmerkerin. Genau, die Schlacht ist vorbei. Kann man da rein? Nee, das ist nur Dekoration. Und was finden wir hier? Truhen wieder. Truhen mit Aschegeistern drin. So, dann frieren wir dich auch mal ganz kurz ein. Wie ihr meint. Und mal schauen. Hier haben wir auch noch mal ein paar Truhen. Ich glaube, sie haben uns gesehen. Mal gucken, ob ich die in der Kran... Oh. Okay, der ist verstanden worden. Auch nicht schlecht. Wird erledigt. Sehr ja, tatsächlich, die sind immun gegen Feuer. Und nochmal einer. Was versteckt ihr euch auch in meinen Truhen? Wie ihr meint. Ah, nee, ich krieg nicht beide, oder? Nee, nicht aus der Position. Aber so. So, jetzt aber. Betrachtet es als erledigt. Hat er sich gedreht? Warum musst du dich auch drehen? Eine Gnade geben. Sehr gut. Wie ihr meint. Betrachtet es als erledigt. Ich bin ein Magier und ich kann tanken. Hahaha. Ha, ha. So. So. Mal gucken, ob da jetzt auch einer rauskommt, obwohl die verschlossen ist. Nein, da kommt natürlich keiner raus. So, okay, weiter geht's. Wir dürfen uns nicht verausgaben. Ach, noch mehr Kultisten. Dann lauft mal hier in mein Gewitter rein. Oder auch nicht. Wird erledigt. Wird erledigt. Wie ihr meint. Betrachtet es als erledigt. Bleibst du hier? Okay, die hat's auch zerbreselt. Das ist Maferat, Andrastes Ehemann. Er hat sie an das Reich verraten. Nettes kleines Kerlchen. Da geht's zum Lindwurmhort. Gehen wir mal dahin. Mal gucken, was uns im Lindwurmhorst erwartet. Und es wartet auf uns. Jetzt bitte nicht abgestürzt sein. Bitte nicht abgestürzt sein. Hallo, komm. Oh, nee. Bitte. Ach, nee. Jetzt ist es tatsächlich abgestürzt. So ein Mist. Gut, dann unterbreche ich hier kurz die Aufnahme und starte es nochmal neu. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. So, da sind wir wieder. Diesmal hat es funktioniert. Ich musste noch ein ganzes Stückchen seit dem letzten Speicherpunkt nochmal neu spielen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wir sind durch diesen magischen, bösen Zwischenbildschirm gekommen. Jetzt da, verfallener Tempel. Dann gehen wir mal hier rein. Kultistenplünderer. So, schicken wir den erstmal hier ein bisschen den Feuer- und Kultisten-Aufseher. Na toll, der ging jetzt komplett nach hinten los. Krieg. Betrachtet es als erledigt. Ich werde es tun. Wird erledigt. Betrachtet es als erledigt. Immer drauf. Wird erledigt. Wie ihr meint. Sehr schön.
Ich habe auch ein bisschen die Ausrüstung in der Zwischenzeit geändert. Also Alistair haut jetzt mit einem Hammer zu und nicht mehr mit einem Schwert. Einfach weil das bessere Werte hatte. Aber ansonsten hat sich nicht großartig geändert. Okay, der Nachteil ist jetzt, dass ich die Rüstung und vor allem die anderen Schwerter trage, das Schwert trage, dass ich erstmal das Schwert wegpacken muss. Okay, manchmal zumindest, dass ich es zaubern kann. So. Manchmal muss ich es wegpacken, manchmal nicht. Frag mich nicht, warum. Vorsicht, Feinde! Weitere Kultisten. Mal gucken, ob ich einen Sturm zaubern kann. Die müssen ja alle hier durch. Ja, der ist durchgekommen. Oh. Ja. So, mir reicht jetzt mit dir. Mir reicht's auch schon lange mit dir. Achso, Alistair, du meintest gar nicht mich. Betrachte das als erledigt. Bleibst du stehen? Oder stirb wenigstens. Sind alle tot? Jungs und Mädels, kommt, wir müssen weiter. Wir sollten sehr, sehr leise sein. Eine Falle, direkt vor uns. Ja. Ja, schon. Ach, da sind Drachen. So, mal gucken, ob man da die Drachen einstellen kann. Betrachte das als erledigt. Ich werde es tun. So, und jetzt erstmal hier die Teller fallen. Oder Teller Eisen heißen die. Auf der Teller Eisen kann man all Teller Eisenseele essen. Bereit. Vermutlich ist Gewalt doch eine Lösung. Zumindest manchmal. Okay, weiter. Bei diesem hier müssen wir vorsichtig sein. Och, noch sind es nur Jungen. Weiter geht's. Mal gucken, ob es hier auch größere gibt davon. Den kleinen Kultistenplünderer, der macht uns ja keine Sorgen. Wie ihr meint. Eine Falle. Direkt vor uns. Schon wieder Fallen entdeckt? Wo hast du eine Falle entdeckt? Komm, sprich schon. Wo hast du Fallen entdeckt? Ah, da. Eine Falle. Direkt vor uns. Mehrere sogar. Okay. Und den Magier grillen wir noch ein bisschen. So. Und jetzt erstmal wieder die Fallen entschärfen. Für die Gratis-XP. Wo soll ich zuschlagen? Egal wo. Hauptsache du schlägst zu. Ich werde es tun. So, da gibt's doch garantiert. Nee, keine Drakoschuppen, nur Lyrium-Trank. Okay, was haben wir denn? Ach, da ist wieder noch einer. Ich werde es tun. Betrachte das als erledigt. So, was haben wir hier? Wir haben ein Buch. Frostgipfelgebirge. Okay, und dann haben wir eine Truhe, die verschlossen ist, aber die kriegen wir gleich so auf. Erledigt. Okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge diesen Gang hier entlang. Aber jetzt erstmal eine kleine Pause und danke, dass ihr mitgeschaut habt.